deswegen? Wir haben hier eine einmalige Chance, eine gefährliche Krankheit definitiv zu bekämpfen. Warum? Weil es sich hier um eine virale Erkrankung handelt, die sehr gefährlich ist. Sie verläuft sehr oft asymptomatisch, das heißt, der Mensch merkt gar nicht, dass er krank ist, kann aber trotzdem andere anstecken. Und es ist potenziell auch eine chronische Krankheit. Das ist also eine der ganz wenigen chronischen Krankheiten, die wir heilen können. Also die wir nicht nur lindern können, sondern heilen können. Deswegen, wenn alle mitmachen, dann kann es gelingen, diese Krankheit auszurotten. Denn wir haben jetzt erstmalig für diese Krankheit einen Wirkstoff. Zuerst wird die Krankheit festgestellt und dann mit der pharmakologischen Betreuung kann der Patient geheilt werden und das für immer.